M. Was? Du da! Herr Reuven will dich sprechen! Ungeduld gehen wir. Toll. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Ach, Gott, würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Menge ist tot. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Nein. Dein Gold liegt in einer Bank in Kovir. Hier ist der Schlüssel zu dem Tresor. Sieh an. Könnte ich Orden verleihen, würdest du jetzt einen bekommen. Das war alles? Keine ironischen Bemerkungen? Keine fulminanten Witze? Du willst einen Schenkelklopfer? Gut, ich erzähl dir einen. Bereit? Du hast mich belogen. Wieder einmal. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein, aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Jamurlak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Fernig. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Ich will gar nicht wissen, wo er ist. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Ich begleiche nur eine Schuld. Das tue ich immer, weißt du. Auch bei Lügnern. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal, mich reinzulegen. Nie mehr. Brauchst du mir? Mein Prinz. Na, die sieht doch ganz nett aus. Ja, was haben wir denn da? Oh, ich bin verflucht. Bist du deswegen hier? Nimmst du mir den Fluch mit einem Kuss? Bist du frei? Mhm. Gönnen wir uns mal ein bisschen Liebe. Ab und zu muss man sich auch ein bisschen Spaß geben. Ich bin für die so. Liebe wie geschaffen. Was? Achso. Das Leben ist manchmal echt scheiße. Ich glaube, ich hätte jetzt erst.
Was? Hey, Yappi, du bist der Älteste. Also sag uns, was macht ihr? Schwarz, mit Daniel? Stehen müssen, ne? Was? Oh. Ewiges Feuer. Hilfe. Unser aller Vater. Erhöre meine Bitte. Erhöre meine Bitte. Das muss der Briefkasten sein. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Ewiges Feuer. Gib mir Befreiung vom Bösen. Dann werde ich dir unseren Körper und unsere Seele. Oh Gott. Diese Jugend heutzutage. Ja. Alle Weichen dabei. Wir müssen um Mitternacht beim Töpfen sein. Röntchen, Vögel. Ah. Mann. Da hieß dann Ruhe. Ich war dumme Ruhe. Ich, dadurch, dass es da stand, fühle ich mich jetzt schlecht. Blöd. Keine Angst. Die Timeria nehmen uns die Arbeit. Was willst du? Ich glaube, wenn man jemanden dumm Hure nennen darf, dann will man das nicht mehr. Schon. Au. So ist das im Leben. Ich werde Schlachter, wenn ich groß bin. Wir haben einen Sack Pilze für dich. Oh. Geh weg. Verflucht. Lass mal alle wegschubsen. Geh weg. Geh weg. Jetzt nur noch verstecken und warten. Hinter der Tür. Das beste Versteck. Ein Klassiker. Schienen haben schon mal, ne? Triss? Triss? Woher wusstest du... Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hierfür ein Stell-Dich-Ein. Mit Triss. Mhm. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken... Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst. Er kommt. Versteck dich. Ach so. Ich dachte. Nö. Meg. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. Grillt die gerade die Klöte? Verpisst euch! Das soll alles sein! Natürlich nicht, aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Nö. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden?
kann es doch. Ah! Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt noch eins? Meine Neugierde. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Radovid. Ich arbeite für Radovid. Radovid, was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, wenn wir keine Magier mehr sind. Das Schwein. Dafür wird er bezahlen. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Ein Scheißbaben? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Oh ja. Du erwartest eine Entschuldigung? Nein. Ich darf aber doch trotzdem überrascht sein, oder? Oh, nein, ich nicht. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echter Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Glaub mir. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen nun? Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat zu viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Ich... Das ist gar nicht so schlimm. Das sind bestimmt höllische Schmerzen. Wir möchten nicht mit ihm tauschen. Wie fühlst du dich? Hinterhältig. Grausam. Gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erstmal raus. Nach Hause gehen, ein Bad nehmen. Und dann trinken, um zu vergessen. Soll ich dich nach Hause begleiten? Nicht heute, Geralt. Nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja. Wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Nein, aber es hilft. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Später. Später, Leon. Bis alles. Eine lebenswichtige Angelegenheit. Ist das eine Nebenquest, wenn er im Monitor ist? Später heißt es, gibt bestimmt eine Situation, in der man, naja, du weißt schon, mit ihr machen kann. Das kommt später. Ich habe jetzt Lauflust. Interessant.
Das erinnert mich jetzt aber irgendwie so an den Missionszweck von Kyramet. Ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Kannst du noch bekommen? Und bumm, erstmal geflügelt. Ja. In meinem ersten oder zweiten Teil hat er sie ja ge. Bumm. Haha, kaputt. Haha, kaputt. Ja, so kann man es auch sehen. Muhahaha. Hi. Charakter. Keine Ahnung, ob wir das können. Feuer gegen die Wand gelatscht. Also ich muss ja gestehen, wir waren die nicht schon öfter mal, aber ja, so ist es dann. Viele Menschen sind schon mal gegen die Wand gelatscht. Hups. Ein Chat. Was? In so herrlichen das Gefühl. Bah, das Leben im Windschwein. Ein Schwein. Moment mal. Wieder speichern. Perfekt. Oh, Mann. Was ist denn los? Hey, warte! Okay. Der graue Blödian! Schnappt ihn! Ich will mich abschlagen! Hört endlich auf, um sein Schwert zu rennen! Bitte, überlasst ihn mir! So! Fangen. Gut. Gute Nacht. Klopp, klopp. Ja, wen willst du sprechen? Chris. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Ich habe ein Problem. Können wir reden? Nein, kann man nicht. Ja, Geralt? Hm.
Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Was macht denn deine Hand? Wie geht es den Fingern? Wird schon wieder. Hör mal, es war meine Idee. Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Mach dir um mich keine Sorgen. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Lehrer, wer kann. Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist es schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Wovor genau hast du Angst? Vor einer Falle. Einerseits darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Wir brauchen das Geld. Andererseits... Niemand erwartet von dir, dass du dein Leben riskierst. Ich erwarte es von mir. Aber es war schon mal leichter. Als ich noch nicht wusste, was passiert, wenn man den Hexenjägern in die Hände fällt. Du hättest jederzeit entkommen können. Ich weiß, aber ich hatte trotzdem Angst. Was, wenn sie mich in echtes Dimeritium schlagen? Du wirst nicht immer in der Nähe sein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener, wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Boah, außer ich ein bisschen müde bin, geht's mir gut. Wer hatte denn diese Idee? Der Diener oder Wegelbut? Ingrid, wette ich. Adlige Damen haben viel mehr Zeit, Abenteuergeschichten zu lesen, als ihre Diener. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Was ist mit 5 Tagen? Treffen wir uns dort. Jetzt sind die Müdigkeit langsam ein. Hallo, Leute. Ach, Mann. Oh, okay, cool. Na, dann bin ich jetzt schon mal für uns. Ba. Kann man mal machen. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Ich bin gerade nur ein bisschen perplex gerade. In Grand Stream wurden gerade von der Dorfgemeinde Dorlangen 7.500 gespendet. The fuck. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. 7.500. So. Blaues Hemd. Achso,
Mann, pack dein scheiß Schwert weg. Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Klingt in manchen Hinsicht ein bisschen jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Hier lang. Es ist nicht weit. Was? War das berechtigt? Ich kann nur allen. Was ist das? Hilf mir! Endlich auf, um sein Schwert zu rennen! Nein! Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Danke dir. Gehen wir. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Ich frag gar nicht. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelbuts Hausdiener. Ich wollte niemanden beleidigen, Herr. Warum wollte die Herrin Wegelbut sich nicht selbst mit mir treffen? Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbut. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Woher weiß Ingrid Wegelbut, wie sie Triss erreicht? Und dass Triss überhaupt die richtige Person ist? Die Herrin Merigold soll auch Myra Weiß beim Verschwinden geholfen haben, als die Hexenjäger hinter ihr her waren. Myra hat der Herrin Ingrid bisweilen magischen Beistand geleistet bei ihren Gebrechen. Das kann sein. Myra hat mal erwähnt, dass sie eine Adlige behandelt. Gelb ist questrelevant und gelb ist questrelevant und weiß ist einfach nur eine Zusatzinformation. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbut. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbut fürchtet... Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuts gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Also, die Weißen geben
geben zumeist Zusatzinformationen oder random Infos zu der aktuellen Situation oder in Fragen, dass du dann halt zum Beispiel fragen kannst, wie vorhin mit Triss, wie geht es dir? Gelb ist halt, wie gesagt, quest-relevant. Also bringt dich in der Story weiter. Wie gesagt, weiß denn eher Zusatzinformationen. Ist auf dem Ball denn mit Ärger zu rechnen? Am schwierigsten wird es sein, Meister Alberts Abreise vor seiner Großmutter zu verheimlichen. Ist das denn nötig? Die Herrin Patricia ist glühende Anhängerin des ewigen Feuers. Sie weiß nichts von Alberts Interesse an Alchemie. Zum Glück ist die ältere Herrin Wegelbut auf dem Landsitz ein seltener Gast. Wahrlich eine außergewöhnliche Familie. Es steht mir nicht an, das zu beurteilen, Herr. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Talienumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Yep, so hast du fast. Gehen wir direkt dorthin. Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Was ich für Geralt nehmen muss. Habe ich keine Ahnung, ich bin kein Zombie. Oh, ich bin der heilige Geralt. Was? Ja, das habe ich verstanden. Und dazu sage ich nur, wer kann, der kann. Fantastisch. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Oh, ich kann mit dem Karten spielen. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Kann ich... Ein bisschen was also, um Platz zu schaffen im Inventar. Oh. Also Triss mit der Fuchsmaske. Ja, klingt nicht schlecht.
So, und zu Gulreit passt die Bolzenmaske. Das nehme ich. Das Wams nehme ich hier mit. Eleganter Nilfgaardischer Schwung. Was habe ich jetzt hier eigentlich? Höflingsvamus. Mann! So. Genau. Jetzt hole ich mir das Geld wieder. So, komm, zocken. Ich will Karten spielen. Warum passt er? Egal, das ist gut. So. Was noch hatte? Sophia, Tomala. Wieso kommst du jetzt hier mit einem Haufen Mädchen an? Okay.
Sehr gut. Lass ich nicht auf mir sitzen. Ich will auch nur ohne gegen ihn spielen. Hallo, ich will gegen willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion ich will, sehen? Ja, kann ich mal. Ich will noch ohne spielen. Was ich will Karten spielen. Ja, komm, eine Runde geht noch. Was für ein kleines Rätsel. Entschuldige, ich weiß gerade nicht, um was es hier geht. Blöd.
Sumetra und Rika. Das hat er wieder mehr gehört. Ich hab schon wieder verkackt. Ach, scheiße, Mann. Ach komm, deine Mutter ist eine dumme Nutte, ey. Den Gegner zu besiegen. Mann, ich bin nicht immer anfangen. Anfang ist doof. Ich fange ungern an. Ich gestehe, ich fange überhaupt nicht gerne an. Bin lieber Zweiter. Ne? So. Blöd, ich habe keine Spitzhacken. Oh, da mir gleich den da raus, ey. Was ist denn
Oh. Okay. Blaue in Chaos, Max hat mir gesagt, nur überhaupt nicht. Was? Der nächste Kopf hat die Karte 2, oder? Das merkst du, ich kenne ihn nicht. Von dem Willen treten wird. Grundkarte wird. Noch zwei. Verbrennen, da kommt, zerstört die stärkste Nahkarte des Gegners. Ja, das könnte sein. Aufpassen, wir sind Leute. Schieb ab! Ja, würde ich ja gerne. Arschloch. Das haben wir gerade zwei spannende Runden gegeben in dem Spiel. Ist nass genug. Ja, dann hab ich schon. Hektisch auch. Ja, hektisch auch. Das ewige Feuer macht uns beschützen. Der Graue schon wieder. Mir geht's schon den ganzen Tag zu. Ja, ich bin grau und ja, ich bin ja da.
Kiste. Okay. Was lässt sich daran glauben? Das sieht sehr schick aus. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Mag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Definitiv. Das Kleid von Triss gefällt mir. Sieht schick aus. Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ach nee, ja, ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Sagst du. Guten Tag, Herr... Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Wenn's sein muss. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Wie konnte er? Ach, was glaubst du? Bäume anschreien. Warum sollte ich einen Baum anschreien? Er ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Hallo Vivian. Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Wo finde ich einen? Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Gehen wir, Triss. Ich will keine Szene. Vivian! Hey! Du hast mir viel besser gefallen, als du in den Kutschen vor der Passiflora gearbeitet hast. Voll Trottel. Zurück, du Feigling. Was für ein Trottel. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Dein Ruf eilt dir voraus, Gerald. Nanu, hallo. Wie bitte? Wie bitte? Oder? Ja? Ich würde auch helfen. Oh Mann, ist der aber blank. Na gut, hätte er klappen können. Aber ich will keine Bäume anschauen, Lehrer. Halt nichts von. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Ja. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch...
Du führst? Vergib mir, Merigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Was ein Arschloch. Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähle dir die Geschichte ein andermal. Oh, ist der aber blau. Oh, sehen wir uns um. Schwer hier Arbeit zu finden, weißt du? Ja, ja, schon. Was willst du? Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist denn passiert? Musen, ja. Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also spielen wir? Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Wir können anfangen. Nix geht über eine ordentliche Runde, gewinnt. Jawohl, mein Gegner beginnt. Und ja, ein bisschen, ne? Durch das Kleid. Ja, bei vielen ist das so, stimmt. Ich kann gar nicht tanzen. Dein Ernst, du Arsch. So, tut mir leid. Boom.
Also, noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Dein nächster Gegner, Graf Gomo Seeling. Sein Vater hat einst den Familiensitz im Nimnatal verloren. Gomo tritt offenbar in seine Fußstapfen. Aber unterschätz ihn nicht. Verzweifelte können gefährlich sein. Zocken, Gewinn macht Spaß. Gewinn macht voll Spaß. Mal gucken, was ich da gewonnen habe. Okay. Du wirst das wissen. Blöd. Ja, den spielen. So. Muss jetzt auf jeden Fall hart opfern. Gehört, ich meine Spielung gehört. Okay. Klärende Kälte. Schützt sich damit selber. Nee, Leo, hier muss ich immer noch aufheben.
Das ist natürlich doof. Nein! Ernsthaft? Warte mal. Ziemlich spannend. Noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Cool. Herr Marius Florin, sein Amulett aus Zeugeknochen lässt ihn angeblich immer gewinnen. Natürlich könnte ich das kommentieren, aber... Wir können anfangen. We'll be right back.
Das wird schwierig. Was heißt singen? Also mir wird immer gesagt, ich kann nicht singen. Ich verstehe nicht, warum er jetzt einfach sofort gepasst hatte. Mein Gott, Brucksound passt. Okay. In die Zeit am Arsch. Extrem dicht dann. Okay. Lira, nein. Sieht der jetzt auch gut aus, oder? Da gibt es keinen Sinn. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr das Spiel verkackt. Egal. Alter, ich hasse es, gegen Monster zu spielen. Das Gute hätte ich noch besiegen. Extrem dichter Nähe, ich brauch Klinge. Scheiße. Also, noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Herr Marius Florin. Wir können anfangen. Nicht schon wieder beginnen, ey. Beginn ist scheiße. Kleine Kälter. Finde ich nicht. Also mir persönlich macht Spaß. Also wenn es strategisches ist. Das Gute ist, wenn wir so ein... Klirrende Kette hätte ich vorhin gebraucht. Gegen ihn. Ich will das Ding schon wieder.
die klirrende Kälte schon aufgegangen. Oh nein. Alter, die Monster. Ja. Alter. Alter, ich geb das nicht auf. Also, noch ein... Herr Marek, sein Amulett... Wir können anfangen. Immer noch eine zweite kleine Kälte ins Deck. Nee, ich packe mal her. Ich hatte das vor kurzem. Ja, ich habe keine guten Karten. Blöd. Aha, der Spion. Leute, ich muss ohne Jennifer rauskommen und ohne. Nee, ich kann überhaupt nicht kochen. Ich wohne noch zu Hause. Wir hatten es erst. Nein, echt, jetzt kommt er mit einer Heldenkarte. Noch eine Runde, wenn die richtigen Karten kommen. Man sagt Herr das Marek, so, sein Amulett zu Hause. Herrgott. Wir können anfangen. Schon mein Spion da.
Schiff. Cooles. Ich will nicht hier noch einsetzen. Ich will doch garantiert sich die kleine Kette davor abfahren. Ich kriege ihn. Schau mal. Ich schon, gucken wir einfach mal. Nee. Scheiße. Ich krieg ihn nicht. Ah, du hast recht früh eingeschaltet. Ja, richtig. Das gibt es nicht. Ich gebe nicht, aber ich will diesen kleinen Wichser besiegen. Aber ich hasse diese Monsterkarten. Was? Extrem dichten Nebel.
Ja, aus der Rennniere. Fähig seine Fähigkeiten. Ich krieg lieber aufgeben, hat keine Macht. Scheiße. Nee, nee, was? Oh. Ich hab schon wieder mit dem Schlimmsten gerechnet. Oh. Alter. Bravo, die liebliche Dame bringt dir eindeutig... Rittersporn! Das ist für mich aber ein Grund zu sagen, ich mach nur irgendwie. Also dann. Haut da rein. Bis die Tage.
Tschö, und ciao mit V.